Hallo und willkommen zurück zu der Empire. In der letzten Folge haben wir ja hier das Gasthaus geklärt. Und jetzt werden wir mal hier zurück zum Tempel. Den gucken, ob wir da das Rätsel mit dem Juwel gelöst kriegen. Wie nervig. Tempel, ja, okay. Ich grüße euch, werte Freundin. Ich habe den fehlenden Kristall. Ihr habt ihn? Ausgezeichnet. Ich sollte gehen und Fürst Jun davon berichten. Die Neuigkeit wird ihn sicher interessieren. Der Kristall muss in den Sockel in der Mitte eingesetzt werden, da oben am Ende der Stufen. Dann werden die Linsenarme der unteren Öfen ihre Aufgabe erfüllen und Licht zu den restlichen Öfen leiten. Die anderen Öfen sind mit farbigen Kristallen bestückt. Vermutlich verändern sie das Licht. Fürst Juns Vater nannte es das Ritual der Jahreszeiten. Für einen Wald, so sagte er, sind nur zwei Jahreszeiten von Belang. Die kühlere Luft des Winters und die Gluthitze des Sommers sind das einzige, wovon er Notiz nimmt. Kühle Luft Winter, Glutsumme Sommer. Der Himmel im Winter strahlt blau und hell, im Frühling sprießt es grün. Des Sommers Glut ist rot und grell und im Herbst gelbe Blätter ziehen. Also blau und rot. Okay. Im Tempel, auf einem Pult nahe der rechten Wand, findet ihr ein paar alte Aufzeichnungen. Darin könnt ihr vielleicht etwas erfahren. Okay. In Ordnung. Hey, ich bin doch keine Schale billigen Weins, die man einfach weiterreicht. Verdammt, Wein sollte man auch nicht weiterreichen, wenn ihr mich fragt. Fürst Jun hat euch sehr gut bezahlt, damit ihr seine Leute bewacht. Und jetzt werdet ihr bezahlt, um seine neue Beauftragte zu beschützen. Ihr werdet ja wohl Wort halten, oder? Mein Wort ist nicht ein Reiskorn wert, aber ich muss schon sagen, gegen eine einzige Frau zu verlieren, haut mich ganz schön um. Ich will mal ehrlich sein. Ich verliere keine Kämpfe und ich hatte verdammt nochmal nicht erwartet, in diesem Wald einen zu verlieren. Dann kommt ihr daher und haut mich einfach um. Well. Drei Regeln allerdings. Finger weg von meinen Ex, Finger weg von meinem Bein und steht nicht zwischen mir und meinen Gegnern rum. Wenn ihr euch daran haltet, kommen wir bestens aus. Ich denke, das kriegen wir hin. Naja, ihr und ich und die kleine Dame in Rosa, meine ich. Sie kann ein bisschen mit den Beinen wackeln und unsere Feinde damit ablenken. Soll ich euch vielleicht zunächst einmal zeigen, welchen Schaden diese Beine anrichten können? Schön kratzbürstig, das mag ich. Passt gut auf euch auf. Wenn die Geister es erlauben, werde ich das Lager des Fürsten Jun schnell erreichen. Solltet ihr mehr Vorräte oder Unterweisung brauchen, findet ihr mich dort. Ja, er hat auf jeden Fall noch einige Sachen, die wir kaufen müssen. Kommt, suchen wir uns jemanden, dem wir den Tag versauen können. In Ordnung. Wenn ich Glück habe, springt mich auf dem Weg ja irgendwas an. Obwohl,
Vermutlich habt ihr mir den Spaß verdorben und nicht mehr viel übrig gelassen. Ich mache wohl besser einen Umweg. Oh, I'm so sorry. Okay, ja, dann, warte mal, was hat er gesagt? Rechts, ne? Schriftrollenstände. Gesammelte Aufzeichnungen der Dino-Familie, die bis vor 15 Jahren fortgeführt hat. Mein Sohn scheint keinerlei Interesse zu haben und ich fürchte, dass er die Lektion, die ich immer wieder zu geben versuche, nicht im Herzen aufnimmt. Der Schlüssel ist natürlich weiterhin das Wissenszimmer und Winter im Wald. Ich wenn ich recht habe und der Sohn vergisst, muss ich die Sicherheit dafür besorgt sein. Diese Öfen sind alles so, als sie dunkle Blicke auf sich. Ein anderer, der etwas später geschrieben hat, wie ich befürchte, vielleicht werde ich etwas einrichten, das ihm als Erinnerung dient. Violett ist nicht unsere Familienfarbe, aber ich hoffe, das Gedächtnis lässt sich ihn euch in Schwung bringen. Was? Violett? Also wir brauchen Rot und Blau, hat er erstmal gesagt. Also erstmal wenn wir ins Sockel reinfeuern. So. So. Blö. Ich will blö. Rot? Warum? Haha! Ah! Und jetzt kann ich da den blauen anklicken. So. Das heißt, ich muss denn jetzt den Strahler dafür aktivieren und der wird jetzt hier unten sein. Ah! Ja, ein recht kompliziertes Rätsel. Ho, 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 ho. Das ist ja cool. Gefällt mir. Dit gefällt mir. So, dann machen wir jetzt hier rot. Halt, irgendwas war da gerade. Oh, die Glocken spielen. Braucht ihr etwas? Nein, okay, dann halt nicht. Was ist hier? Schriftrollenstände? Irgendwie fehlt irgendwie noch irgendwas, müssen wir noch andingsen. Portal? A portal. Das ist ja interessant. Himmel. Okay. Es gibt viele Himmel im Universum. Jeder gehobene Geist, bla bla bla. Oh, ein Kornig. Ist ja geil. Ihr überhaupt, wie viel Ärger ihr mir macht? Wegen eures letzten Kampfes bin ich bis mindestens nächste Woche mit Schreibkram eingedeckt. Hm? Lange Zeit sah es so aus, als wäret ihr eine von den Braven.
Dann passierte diese Sache mit dem Banditenangriff und seither habe ich keine ruhige Minute mehr. Ihr wisst überhaupt nicht, wovon ich spreche, was? Ich bin Sinbu, der magische Abakus. Ich wurde beauftragt, den Schaden, den ihr anrichtet, zu erfassen, zu berechnen und aufzulisten. Aha. Keine leichte Aufgabe, sollte ich hinzufügen, besonders seit ihr euch auf diese wilde Suche nach eurem Meister eingelassen habt. Unsere Berechnungen halten das Universum im Gleichgewicht. Ohne uns wäre alles Chaos, Anarchie, völliger Zusammenbruch. Seht euch doch bloß mal euren Kameraden an, den schwarzen Wirbelwind. Eine ganze Abteilung ist nur mit seinen Sperenzchen beschäftigt und die sind völlig überfordert. Was? Schwarzer Wirbelwind? Aber stellt euch vor, die würden seine diversen Taten nicht aufzeichnen. Wir wären niemals in der Lage, seinen Platz auf dem großen Rad zu ermitteln. Das kann man nicht einfach über den Daumen peilen. Man muss es schriftlich festhalten. Genaue Listen in dreifacher Ausfertigung, gezeichnet von der Beauftragten für Zerstörung und Unordnung. Ihr macht euch ja gar kein Bild. Erinnert ihr euch an eure kleine Begegnung mit Gau, dem Geringen? 3040 Seiten. Bei diesem Bericht habe ich allein 3 Schreiber verschlissen. Das ist genau der Grund, warum ich hier bin und nicht in den himmlischen Ämtern bei der Berechnung eurer neuesten Eskapaden. Wie es aussieht, war ich nicht gut genug, um mit euch Schritt zu halten. Man stuft mich jetzt auf einen viel niedrigeren Posten zurück in die Handelsabteilung. Mein einziger Trost ist, dass ich da nicht länger mit euren Aktivitäten zu tun habe. Ich habe großes Glück, wenn ich je wieder auf den Posten komme, den ich hatte, bevor ihr kamt. Aber ich habe einen Plan, wie ich das vielleicht schaffen könnte. Du wirst mich angreifen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Statt euch nach einem Käufer oder Händler suchen zu lassen, wo ihr gerade seid, werde ich diese Dienstleistung direkt übernehmen. Okay. Ihr sollt von mir kaufen und an mich verkaufen, wenn ihr wollt. Ich habe bereits einen Lieferanten, einen Freund aus der Abteilung Plötzliche Todesfälle, der ebenfalls degradiert ist. So schalte ich die anderen Händler und Ankäufer aus. Ich spare also Zeit und kann effektiver sein. Vielleicht gewinne ich damit einen Teil der Ehre zurück, die ich durch meine Degradierung verloren habe. Aha. Auf jeden Fall schließe ich mich euch sozusagen an, um euch Gegenstände zum Verkauf zu bieten oder aufzukaufen, was ihr nicht braucht. Ein gutes Angebot, wie ich meine. Mhm. Ihr befindet euch in der beneidenswerten Lage, jederzeit und überall etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Und ich kann mich auf meinem neuen Posten beweisen. Vielleicht werde ich sogar befördert. Eieieiei. Nun freut mich sehr, dass ihr das so seht. Ruft mich einfach, wie ihr eure Gefolgsleute rufen würdet, und schon bin ich da. In der Zwischenzeit habe ich einen Haufen Dinge zu erledigen. Ja. Ich fürchte, im Augenblick habe ich noch nicht besonders viel auf Lager, aber keine Sorge. Ich werde so schnell wie möglich neue Gegenstände erwerben. Ich sollte mal nachsehen, was ich für euch besorgen kann. Keine Bange, ich bin nicht weit. Ruft mich einfach, wenn ihr etwas braucht. Einen schönen Tag noch. Okay. Erstmal geht darum, dass wir hier so viele Sachen kaputt machen und jetzt will er uns Sachen hier verkaufen. Ja. Die höheren Wesen dieser Welt sind interessant. Hallo, Kran. Im Wald habe ich ein Gefühl der Trauer bemerkt. Aber hier spüre ich nichts dergleichen. Wenn Schatten des Waldes tatsächlich hier lebt, dann kann sie nicht für die kranken Bäume im Wald verantwortlich sein. Fuchsis! Da kawa ir ab u ofir o wir wa honu unka. U taro we ir, kuki tir salir naur kurk u pan. Sa ir sunkat nuka u pa ir uk. Wa ofna akna tinir, sasi ir, jawak o ruwi. Oh, Fröschis! Fröschis, gero gero!
Brüder des Dämonenkröten-Stils. Juanak abihir, Juanaluk tatesihir si usta. Kop auka inir, u afawapi ithatoro toro uk. The kawa ir ap u ofir u wir wa honui unka. Utarawe ir, kukitir salir naur kurk u pan. Okay. The kawa ir ap u ofir u wir wa honui unka. Das ist natürlich nicht so schön. Wuhu wir wak wakir von ihr sisa u kopkipo kusu u gut. Ja, kriegen wir hin. Wuhu wir wak wakir von ihr sisa u kopkipo kusu u gut. Wo ofno aknatinir sasi ir ja wak oru. Ja, whatever. Inuri. Oh, wir sollten vielleicht hier mal... Wupp! Und ein Quickie. Oh, da wird irgendwo gefightet. Das Fokus brauchen wir nicht. Pferdedämon? Yay! Pferdedämon-Style. Coole Sache. Warte mal, die müssen wir uns mal gleich hier... zu Gemüte fühlen? Fühlen? zuweisen? Pferdedämonen. Okay. Störung durch den Schaden. Hebt negative Effekte auf. Langsamung oder Lähmung. Cool. Quick Save. Haben wir hier named oder? Ne, einfach bloß Fuchsgeist, okay. No. Oh. Da war doch gerade wieder so ein komisches Grunzen. Oh, ein Rhino? So. Das war ja auch relativ einfach. Oh. Oh, ein Elefant. Da ist sie doch. Wona wir no paier su fu no son fu no ka ur na bier. Wir ruk se hier ka ur au ka tia hier. Seid auf der Hut, Herrin. Ich traue Ihnen nicht. Geil. Eine Freundin, die den Gestank dieser Bestien im Gasthaus an sich hat? Gut, was ihr für richtig haltet, Herrin, aber ich werde sehr wachsam sein. Oh, ja,
Das bin ich auch. Wann immer ich im Wald war, habe ich mich unbehaglich gefühlt. Ich denke, sie weiß den wahren Grund. Ich hätte auch so das Gasthaus besucht. Ich wäre auch ohne den Angriff hierher gekommen. Selbst hier, so schwach, die Wasser können nicht ewig bluten. Nichts ist ohne Ende, nicht einmal diese Welt. Nicht solange meine Kraft in den Händen von Sterblichen liegt. Namen sind vergänglich, nur gegeben, damit Sterbliche zeigen und sagen können, das ist mein. Alle Worte, Namen, Geschichten, Träume, sie sterben auf euren Lippen. Was danach bleibt, ist nicht euch überlassen. Oder sollte es sein? Man kann nicht alles besitzen. Nicht ohne einen Preis. Ihr werdet eine Schuld begleichen, die ein anderer angehäuft hat. Mir fehlt die Kraft, euch zu helfen. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entgehen. Wenn jemand über seinen Stand hinaustritt, müssen andere stürzen, um die Lücke zu füllen. Er fordert die Ordnung heraus. Er drängt nach oben, während ihr seid, wo ihr sein solltet, wo ihr sein müsst. Wenn ihr an eurer Bestimmung scheitert, stürzt auch euer wahrer Feind. Aber wenn er stürzt, reißt er uns alle mit. Ihr müsst gewinnen. Aber wenn ihr es tut, werdet ihr verlieren. Es ist ein schmerzhafter Kreis, der sich schließen muss. Ihr habt nicht wirklich eine Wahl, bis ihr euch dem stellt, was danach kommt. Ihr werdet handeln können, aber euer Handeln hat seinen Preis. Wie immer. Sosa kuao ier su minier irski, niki au ier fuir.
müssen wir oben und nach Süden. Was für eine Frage ist das? Was für eine Frage, Füchschen? Ja, das könnte man feststellen. Ihr Menschen erwartet wohl, dass alle himmlischen Wesen wie die leichtherzigen Fuchsgeister sind. Wehe dem, der mich damals mürrisch genannt hätte.
Der Umgang mit Schatten des Waldes und den Iren hat meiner Strenge den Stachel genommen. Es war eine Ehre für mich, ihr Schützer werden zu dürfen. Kein anderer Fuchsgeist ist wie sie. Ich würde mich gerne noch ein bisschen umgucken. Well, werden wir hier noch ein bisschen demolieren, wa? Was? Nix drin? Okay. Was haben wir hier? Himmlische Ordnung Band 1. XP, okay. Oh, da ist schon wieder... Oh shit, Fokus! Ein Level up. Nice. Ah, hier machen wir mal volle Kanne alles in Geist rein, wa? 14 Stillpunkte. Nee. Was macht unser Frosch? Skinnen wir den erstmal aus, okay. Zurück, yo. Und Pferdedämon? Schadenserhöhung. So, Ausgang. Quick Save. Und ja, ich würde sagen, machen wir mal einen Break an der Stelle. Und wir werden dann in der nächsten Folge zurück und zum Gasthaus dann peitschen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!